Vancouver Island ist definitiv ein Highlight unserer Kanada-Reise. Warum? Weil die Insel unglaublich abwechslungsreich ist und eigentlich alles zusammenfasst, was uns an Kanada wichtig ist. Wir haben dieses Wandbild in Victoria, eine Stadt, gefunden. Und das soll uns helfen, unsere Reise und unsere Erlebnisse hier ein bisschen zu strukturieren. Von Vancouver sind wir nach Victoria übergesetzt mit einer Fähre. Die Fährverbindungen sind ziemlich gut. Eine Alternative ist natürlich das Wasserflugzeug, was ja allgegenwärtig ist. Victoria fanden wir unbedingt sehenswert. Erst einmal ist es natürlich von Wasser umspült und es hat das älteste Chinatown Kanadas. Wir fanden insbesondere wunderschön, dass man hier auch viele alte Gebäude aus der Entstehungszeit, dem Goldgräberrausch, bewundern kann, die ganz liebevoll restauriert sind und viele kleine Geschäfte in der Innenstadt laden zum Bummeln ein. Viele Restaurants, Cafés, Bars, Pubs findet man, sodass es eigentlich wirklich alles gibt, was das Tourismusherz höher schlägt. Und ich glaube auch, dass man ziemlich gut in dieser Stadt als Einheimischer leben kann. Die Hauptstadt von British Columbia kommt auch wirklich sehr englisch daher, zum Beispiel im zelebrierten 5-Uhr-Tee. Das Parlamentsgebäude ist sicherlich das auffälligste Gebäude der Stadt. Abends wird es durch eine Vielzahl von Lichtern illuminiert, das es zum Märchenschloss erstrahlen lässt. Wir gleichen hier einmal mit den Wappen ab, welche Bundesländer, Distrikte wir schon bereist haben, und uns wird klar, dass wir schon eine ganz schön lange Reise hinter uns haben. Unsere nächste Station ist Nanaimo, was die vielleicht beliebteste Urlaubsregion wegen sehr guter Infrastruktur für die Kanadier ist. Da findet man alles, was man für einen gelungenen Familienurlaub braucht. Uns zieht's auf die Boards. Hautnahe Begegnungen dabei mit Robben und vor allen Dingen kleinen Orcas können nicht dokumentiert werden, bleiben wir uns aber unvergessen. Pure Wildnis erwartet uns auf der anderen Seite der Insel. Wir finden hier in Ucloelet einen wunderschönen Campingplatz direkt am Wasser. Beim Paddeln begleiten uns viele Seelöwen und nachts überraschen sie uns von immer fortwährendem Brunstgeschrei, was nicht abzustellen ist. Wir buchen hier auch eine Wildlife-Beobachtungstour per Boot und sind erst einmal verzaubert von der faszinierenden Küstenlandschaft dieser Region. Und wir haben tatsächlich das Glück, bei sehr schönem Wetter Seehunde, Wale, also Orcas und quirlige Seeotter bewundern zu können. Und ein bisschen weiter entfernt, aber für die Kamera unerreichbar, konnten wir sogar eine Schwarzbärenfamilie und den Weißkopfseeadler ausmachen. Tofino ist absolutes Surferrevier. An den langen, ausgedehnten Stränden warten die Cracks auf die perfekte Welle. Für die Besucher von Vancouver Island ist der Pacific Rim Trail oder der West Coast Trail, wie er auch genannt wird. Total weich, komplett mit Flechten belegt. Ich glaube auch nicht, dass das Moose sind, es sind wirklich Flechten, Bartflechten. Guck mal, die hängen überall, ne? Der Mensch bewegt sich durch diesen Regenwald nur auf Stegen. Das heißt, der Wald kann unbehelligt vom Eingriff des Menschen gedeihen und es gibt jahrhundertealte Zedern zu bewundern und überhaupt ist es sehr beeindruckend, wie sich Wald entwickeln kann, ohne dass der Mensch Hand anlegt, und eigentlich kommt man nur zu dem Bewusstsein, der Wald
braucht den Menschen nicht. Auf unserer Rückreise können wir einen der schönsten Wasserfälle dieser Region erleben, den Englishman River Fall. In dem State Park kann man einen sehr hübschen Trail bewandern und wir freuen uns auf die Einblicke in dieses glasklare Wasser, das man hier überall findet, bis wir schließlich aufmerksam werden, dass hier Lachse und ziemlich große drin schwimmen, die gekommen sind, um jetzt im Oktober ihren beeindruckenden Kreislauf an Laichplätzen zu vollenden. Ein bisschen Zeit wird bis dahin allerdings noch vergehen, denn wir haben inzwischen von anderer Stelle gelernt, dass zum Zeitpunkt des Laichens nach dem Finden des Partners und des idealen Ortes sich die Lachse wirklich lachsrot färben werden. Nach dem Vollzug der Paarung ist der Kreislauf beendet, was bedeutet, dass die Lachse sterben. Unsere Rücktour führt uns über Port Renfrew. Wir kuscheln uns hier in einer hübschen Ferienhütte ein und genießen die wilde Natur ringsrum. Es gibt wunderbare Trails und überhaupt ist dieser kleine Ferienort sehr empfehlenswert. Ja, wir sind hier beim Botanical Beach und es ist der Hammer. Also ich habe sowas noch nie gesehen. Hier sind also riesengroße Muschelbänke von, also ich weiß nicht, wie viele Millionen Muscheln hier sind. Und wir haben jetzt gerade so zwischen Ebbe und Flut, also die Ebbe hat, die Low Tide war vor 2,5 Stunden. In 3,5 Stunden geht es dann wieder los mit der Flut. Aber Wahnsinn, schaut mal hin, ist alles voll mit Muscheln. Zurück in Victoria kommen wir natürlich an einem Highlight.
Definitiv eine Reise wert. Für uns war es ein bisschen wie Kanada kompakt. Wer unberührte Landschaften und Wildlife sucht, ist hier genau richtig. Nach fast 3 Monaten sagen wir Tschüss, Kanada, und setzen mit der Fähre nach Port Angeles in die USA über.